Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne die aktuelle Schön-für-mich-Box von Rossmann vorstellen. Die habe ich hier und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe sie jetzt zum zweiten Mal hier und ich habe sie zum zweiten Mal auch selber gar nicht selbst gewonnen. Nee, ich mache da zwar immer wieder fleißig mit bei diesen ganzen Umfragen, Gewinnspielen und so weiter, hatte aber bislang noch kein einziges Mal Glück. Dieses Mal war es die liebe Eva, die mir ihren Code zur Verfügung gestellt hat und so konnte ich für 5 Euro diese Box bestellen. Also mega krass, vielen, vielen Dank, liebe Eva. Es gab so ein kleines... Claudi ist mal wieder ein bisschen paddelig gedönsen, um das mal so zu sagen. Am Samstag hatte sie mir den Code geschickt, hatte mir das auch geschrieben und so, ne? Ich habe aber dann leider erst am Montag versucht, die Box zu bestellen, aber es geht ja immer irgendwie nur bis sonntags um 23.59 Uhr, also da muss man ja schnell sein. Ich paddel, habe es einfach volle Elle vercheckt. Eva war einfach so super nett und hat dann einfach mal Rossmann angeschrieben und gesagt, Mensch, könnt ihr da nicht irgendwie was machen? Und die haben es tatsächlich gemacht und haben den Code dann auch dementsprechend nochmal reaktiviert, sodass ich die Box bestellen konnte. Also Eva, mega geil von dir. Vielen, vielen Dank, dass du mir überhaupt den Code zur Verfügung gestellt hast. Und auch vielen Dank an Rossmann, dass es überhaupt ermöglicht worden ist, den Code zu verlängern. Das ist richtig kundenfreundlich tatsächlich. Und ja, Asche auf mein Haupt. Ich bin ein Mega-Paddel, kann man nicht anders dazu sagen. Herzlich willkommen in meiner Welt, Leute. Ich freue mich auch schon mega drauf, die ein oder andere von euch auf der Glow kennenlernen zu dürfen. Denn da bin ich ja zusammen mit vielen anderen, die ich so kenne. Ich freue mich voll. Und ja, traut euch, wenn ihr mich seht, kommt zu mir und sagt Hallo, ne? Dann können, keine Ahnung, können wir auch mal irgendwie zusammen quatschen oder so. Und dann sieht man sich halt einfach mal live und in Farbe. Ich finde es total cool und ich freue mich mega schon drauf. Und ja, einfach so halt, ne, das Ganze einfach mal so in der Realität zu erleben und nicht immer nur halt quasi Kamera und ich sitze hier und später lese ich halt eure Kommentare, sondern dass man halt einfach die Menschen so sieht. Ich finde das total spektakulär. Okay, so, Paddeligkeit erklärt, ne? Sorry, Eva. Also, das tut mir wirklich mega leid, dass du da echt die Mühe mit mir hattest und so. Wir gucken uns jetzt die Box an. Die erscheint, ich glaube, alle 2 Monate oder so kann man an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Dann gibt es 2 Tage, wo man halt quasi versuchen kann, daran oder darauf sich zu bewerben, ne? Und dann bekommt man den Code zugeschickt und ja, wie schon gesagt, man muss dann schnell sein und den Code einlösen und dann geht das rucki zucki. Heutzutage wird die einem einfach nach Hause geschickt für 5 Euro. Das sind gerade mal die Versandkosten, ne? Aber du hast hier richtig krasse Produkte drin in der Schön-für-mich-Box. Wirklich. Also das sind Eigenmarkenprodukte, aber halt auch das Sortiment und das sind nicht irgendwelche Produkte, die irgendwie jetzt raus müssen, sondern es sind halt auch echt neue Produkte mit dabei. Okay, so. Also, wir haben hier auf jeden Fall keinen Duft und wir haben ein Seidenschleifchen, was ich einmal öffne. Dann öffne ich den Klebi, der das Seidenpapier zusammenhält und ihr seht es jetzt schon, ne? Guck mal, wie voll die ist. So, ein Kärtchen ist dabei und da geht die Party schon ab. Richtig heftig. Und ich finde es einfach auch von Rossmann total cool, so eine Box zu, also überhaupt, ne, anzubieten und die Möglichkeit zu geben, dass man die halt gewinnen kann. Ich habe halt echt kein Glück bei sowas tatsächlich, aber ich habe euch und das ist mein absolutes Glück. Und das schon seit 4 Jahren, Leute. Also wir reißen das echt hier, ne? Kann man nicht anders sagen, ist Wahnsinn. Ich habe hier eine Karte dabei. Ich war eben 2 Kilometer laufen. Dachte schon, der Eiswagen hält nie an. Finde ich großartig, den Spruch. Und das ist eine Karte, die man halt auch einfach so jetzt beschreiben und verschicken kann. Oder halt... mache ich ja ganz gerne, wenn ich Verlosungen mache, dass ich da einfach so ein paar liebe handgeschriebene Zahlen drauf packe und die dann mit in das Verlosungspaket mit reinpacke. So, als erstes habe ich hier was drin, die kannte ich noch nicht. Isana Tuchmaske Melonenliebe. Sommerfrische Zeit für mich, intensive Feuchtigkeit, Melonen- und Limettenextrakt. Das sieht doch schon mal richtig gut aus, ne? Habe ich extrem Bock drauf. Und dann gucken wir doch mal, ob ich die verwenden darf aktuell. Da lese ich ja immer schnell über die Inhaltsstoffe, ob dann irgendein Kram drin ist, was ich jetzt besser meiden sollte oder nicht. Aber das sieht gut aus, Leute. Und das kann ich mir, ja geil, kann ich mir jetzt für den Sommer auch echt gut vorstellen, ne? Das finde ich total genial. Und ich glaube, die ist neu, oder? Eine Limited Edition. Deswegen, also ich finde es krass, dass sowas hier in der Box drin enthalten ist. Schön. Dann habe ich hier von Altera Naturkosmetik eine Deo-Creme mit Bio-Shea-Butter. Zuverlässiger Schutz, zertifiziert, vegan, klimaneutral.
mit Bio-Inhaltsstoffen. Ja, eine Deo-Creme. Guck mal, so sieht die aus. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Sowas nehme ich dann abends. Ne? Also jetzt nicht morgens oder so oder über Tag, weil über Tag, dann müsste ich... Nee, muss ich aber Hände waschen. Aber abends nach dem Duschen benutze ich immer noch mal einen Deo-Roller, damit ich halt nachts nicht allzu viel transpiriere. Das ist einfach irgendwie so eine Angewohnheit von mir, wo ich aber gemerkt habe, dass das auch wirklich was bringt und dass es mir auch wirklich gut tut. Und da kann ich mir eben so eine Deo-Creme sehr gut vorstellen, wenn da jetzt nicht allzu viel Alkohol drin ist oder so. Ja, riecht halt ein bisschen, ne? Limette halt. Ja, aber jetzt nicht zu sehr klosteinmäßig oder so. Kann man auf jeden Fall machen. Guck ich mal, wo sind denn hier Inhaltsstoffe? Gibt's das? Gibt's das? Frei von synthetischen Farb- und Duftstoffen, das ist doch schon mal nett. Hä? Da. Ja, wenn ich das fünfmal über das gleiche, ja, egal, drehe, ne, weiß ich Bescheid. Weiß ich jetzt nicht. Also das, ja doch, hier ist Stearylalkohol drin und Cetylalkohol. Da muss ich halt einfach mal gucken. Witzig, dass hier Rizinusöl drin ist. Rizinusöl nehme ich auch für meine Wimpern, damit meine Wimpern gepflegter werden und mehr wachsen. Ich will doch nicht, dass meine Achselhaare mehr wachsen. Okay, crazy. Ist mir so noch nie aufgefallen. Aber gut, ne? Das wäre dann halt wirklich ein Abendprodukt für mich. So, dann habe ich hier etwas drin enthalten. Zwei. For Your Beauty. Cognac, Körperpflege, Schwamm Natur, sanfte Pflege, reines Naturprodukt. Sowas finde ich nett. Finde ich wirklich nett, weil das angenehm ist jetzt auch gerade im Sommer. Der ist jetzt sehr feucht, ne? Sieht man ja auch. Und dementsprechend ist der dann auch weicher. Und das ist halt dann, also Cognac-Schwamm kommt aus der Cognac-Wurzel vom Cognac-Baum, glaube ich, ne? Und ist ein Naturprodukt in dem Sinne. Kannst du halt gut nehmen, um deinen Körper damit sauber zu machen. Und eigentlich ist es echt cool. Ich glaube, das kommt mal wieder bei mir unter Dusche. Warum eigentlich nicht? Hast du hier so ein Bändchen auch mit bei, dass du es aufhängen kannst, ne? Genau, und dann machst du es halt, bevor du es verwendest, entsprechend nass, ne? Und dann wird das so soft wie jetzt halt, ne? Und ja, Haut kann proaktiv gereinigt werden, überschüssiges Fett und abgestorbene Hautzellen werden entfernt. Kannst du natürlich auch fürs Gesicht verwenden, aber ich würde es dann halt wirklich eher für ein, hier steht aber auch Körperpflege, ne? Also eher für den Körper verwenden. Ist auch so schön groß. Doch, das mache ich leiden. So, was ist das denn? Schutz und Bräune von San Ozon ohne Octocrylene. Das ist ja dieses Ding. Octocrylene schädigen die das Riff, die. Oh Gott, Claudia, wie heißen die denn? Die Korallen, genau. Und hier sind keine Octocrylene drin und deswegen ist es ein gutes Produkt dann wahrscheinlich. Lichtschutzfaktor 30 ist für mich dann halt so, naja, okay. Für Gesicht und Dekolleté. Verstärkt die natürliche Bräune, Sofortschutz, wasserfest. Ich habe jetzt echt ein bisschen Angst, weil das halt so dunkel aussieht, ne? Dass ich damit aussehe wie ein Oompa Loompa. Das wäre ein bisschen krass. Unterstützt eine intensive Bräune während des Sonnenbads. Ohne Selbstbräuner, zieht schnell ein, hautverträglich, dermatologisch getestet. Bin ich eher vorsichtig, bin ich ehrlich. Also das ist eher ein Produkt, was jetzt eher nicht bei mir bleiben wird. Denn ich bin sehr zufrieden mit den Produkten, die ich aktuell verwende. Das ist von Dalton, der Lichtschutzfaktor 50 Plus, wenn halt wirklich krasses Zeug draußen ist, so wie wahrscheinlich jetzt, wenn ihr das Video seht. Und dann habe ich ja auch jetzt ganz, ganz neuen Produkt von Yepoda, mega geil. Da müsste jetzt gerade auch Claudi 30 aktiv sein. Also ich weiß nicht, ich blende euch die Codes ein, sofern sie dann jetzt gerade aktiv sind, ne? Ja, auf jeden Fall bin ich mit denen sehr gut zufrieden. Das hier wird weiter wandern. Nein, aber nicht. Nee, das wird jetzt weiter wandern. So, dann habe ich etwas und zwar No Cosmetics Hypercalm 2-Phase Cloud Serum Shake Today. 5% Acelaic-Säure. Was? Active Skin Improvement Anti-Redness Effekt. Okay, 20 Milliliter sind hier drin. Brauche ich persönlich jetzt nicht. Ne? Also quasi Anti-Redness brauche ich jetzt nicht. Ich bin halt eher so die Trockenpflaume, die halt super viel Feuchtigkeit braucht. Das ist so meins. Ist eine kleine Glasflasche, die man schütteln muss. Und dann kann man sich das Serum auf das Gesicht, Hals und Dekolleté geben. Darüber kannst du dann entsprechend deine Tagespflege geben oder deine Nachtpflege.
Ja, aber wie gesagt, ich brauche nichts gegen Rötung, weil ich da halt echt nicht so sehr mit zu kämpfen habe wie mit Trockenheit. Da arbeite ich lieber gegen die Trockenheit an. Ne? Das macht für mich persönlich einfach mehr Sinn. Dann habe ich hier ein Produkt von Rival de Loop. Nail Multitalent 10 in 1 Allround Nail Profi. Ach, du ahnst es nicht. Mit Hyaluron. Krass. Kannst du als Topcoat nehmen. Kannst du es auch als Anti-Split-Schutz. Ach, guck mal. Also auch als Basecoat und so. Finde ich gut. Das wird bleiben. Schön. Mag ich. Naschkram. Fruchtchips Erdbeere von Ene Bio Limited Edition. Auch interessant. 100% pure Frucht, 20 Gramm. Ist jetzt natürlich eine Süßigkeit, ne? Darf man jetzt nicht verwechseln mit den normalen Erdbeeren, die man sich snackt, ist klar. Weil ich glaube, das ist einfach von der... Also es ist so, dass wenn du ein Obst, ne, halt in seinem Normalzustand isst, also quasi, ich esse mir jeden Abend immer jetzt einen Apfel oder eine Birne. Und wenn man das halt im Originalzustand isst, ist es irgendwie eine andere Sache auch für den Körper, auch durch die Verdauung und so. Luft zu bekommen, das halt quasi einfach das gesünder für den Körper ist, wenn du das im Originalzustand hast. Das ist bei Erdbeeren genau das gleiche und das hier ist halt ja auch nochmal getrocknet und so, ne? Ja, genau. Aber ich kann mir sowas ganz gut im Joghurt vorstellen oder im Müsli oder so. Das finde ich schön. So, hier habe ich jetzt was ganz Aufregendes, glaube ich. Das sieht ja geil aus. Okay, For Your Beauty Twin Ball Rosenquarz Roller. Der ist super schwer und das ist ein Tool. Finde ich immer interessant. Reinigen Sie Ihre Haut gründlich vor der Anwendung. Streichen Sie den Roller stets langsam mit mittelstarkem Druck übers Gesicht. Mhm. Okay, also ich habe den PMD Rose Quartz Roller, der mir auch ehrlich gesagt sehr, sehr gut gefällt. Ne? Auch mit Vibration und mit Wärme und so, wenn ich da Bock drauf habe. Aber das sieht jetzt einfach gerade spannend aus. Ne? Ich möchte ja auch gerne mal so spannende Dinge mit euch zusammen. Nein, nicht spannende Dinge zusammen mit euch machen. Das machen wir ja sowieso in jedem Video, Leute, ne? Aber wenn ich halt so aufrege, also so, wie sage ich das denn jetzt? Wenn jetzt so neue Produkte in die Drogerie kommen, das heißt halt auch preislich gesehen, ne, dass es dann halt auch ein bisschen attraktiver ist, finde ich das cool, wenn ich sowas dann auch mal verwende. Okay, das war hier unten festgeklebt und hat sich gelöst. Das sieht ja nicht so schön aus. So ein Klebekram. Egal. Okay, und hier haben wir halt so Rosenquarz. Ach, guck mal, und die drehen sich auch noch, die Dinger. Interessant. Guck mal, wie süß das aussieht. Und das ist wirklich schwer. Wirklich schwer. Ich finde das cool. Okay. Oh, das ist angenehm. Und ich verwende jetzt ja morgens auch immer irgendwie so ein Öl im Gesicht oder halt auch so eine Ampulle, ne? Wenn ich das dann... Ich glaube, das kommt gut. Ja, das lege ich mir mal zur Seite. Das werde ich mal austesten. Kann ich euch im Aufgebraucht-Video ein bisschen mehr dann dazu sagen, ne? Weil das fühlt sich jetzt schon mal ziemlich kühlend an, ziemlich angenehm. Ich weiß noch nicht, was es kostet. Ich habe es auch noch nicht im Rossmann gesehen. Okay, dann habe ich hier was drin und zwar von Isana eine Bodylotion. Parfüm und Glow. Intensives Dufterlebnis und hauchfeiner Goldschimmer für einen zarten Glow. In der Theorie finde ich sowas cool. Das ist eine Bodylotion, ja. In der Praxis ist es aber so, dass ich nicht so der Ultra-Fan von Glow-Bodylotions bin. Ja, ich hatte jetzt letztens von Dove eine leer gemacht. Ich verwende sowas ja abends, ne? Und da habe ich halt echt gemerkt, dass... Also ich fand die schön auf der Haut, aber Problem, weil ich die halt abends verwendet habe, ich musste schon recht häufig meine Bettwäsche wechseln, ne? Weil wenn du dann jetzt gerade im Sommer dann mit nackeligen Beinen schläfst, dann hast du die ganze Geschichte in der Bettwäsche und da siehst du am nächsten Morgen halt nicht mehr wirklich was von. Das ist irgendwie total sinnbefreit. Also für mich persönlich ist es halt einfach sinnlos. Ist halt schade, ne? Ja. Ja. Denn für über Tag habe ich halt so ein richtiges Schimmeröl noch aus einer alten Trinidad Up Limited Edition für den Glow auf den Beinen, was ich echt schön finde, aber dann nehme ich keine Bodylotion. Wobei, das riecht sehr geil. Oh, das riecht wirklich gut. Dieses blumige, pudrige mag ich gerne. Na, da weiß ich noch nicht. Muss ich noch tief in mich gehen, tatsächlich. Ich denke wieder an mein glitzerndes Bett tatsächlich. Okay, als nächstes habe ich hier von Altera Naturkosmetik Sensational Definition Mascara. Faserbürste sorgt für einen sensationellen Schwung und perfekt definierte Wimpern mit wertvollen Bio-Granatapfelextrakt. Siehst du wohl. Kommt auf jeden Fall ins Full Face Beauty Box mal mit rein, dass wir das mal ausprobieren, ne?
Genau, und dann schauen wir einfach mal, wie die so abschneiden wird. Mascara finde ich immer klasse. Das kann man immer gut gebrauchen. Jetzt aktuell habe ich ein bisschen Probleme natürlich, ne? Ich habe mein Wimpernserum eigentlich jetzt ja schon vor 7 Monaten abgesetzt. Also quasi, ja, nicht ganz. Ne? Als ich erfahren habe, Baby tritt. Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin tatsächlich, deswegen meldet das Baby sich eher. Der kleine Mann. Der kleine süße Mann. Ja. Du meldest dich also gerade. Junger Mann, komm du mir mal raus hier. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau. Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich ja aufgehört, mein Granulash-Wimpernserum zu verwenden, weil da ja Hormone drin sind, ne? Und seitdem, man sieht es ja wahrscheinlich auch, meine Wimpern sind zwar noch schön, aber ich bin halt echt krasses Zeug gewohnt, ne? Das kann man nicht anders sagen. Und dann ist man echt so trauert dem Ganzen hinterher. Aber dann tritt der kleine Mann in meinem Bauch herum und macht sich bemerkbar. Und dann denkt man sich, okay, ich weiß, wofür ich es mache, ist vollkommen in Ordnung. Läuft. So, dann habe ich hier noch ein bisschen Lippenpflege, auch von Alterra, Lippenbalsam mit Biominze, mit pflegender Bio-Shea-Butter und Bio-Pfefferminzöl für geschmeidige Lippen. Ja, ne? Ist auf jeden Fall eine feine Geschichte, so ein Lippenprodukt. Ich persönlich verwende eigentlich bei Lippenpflege eher so Produkte, die super krass pflegend sind und so. Da brauche ich eigentlich keine Biominze, weil Biominze ist halt, oder Minze, hat halt eher dieses Plumping-Gedönsen drin. Und das ist meiner Meinung nach jetzt nicht so ultra pflegend. Und deswegen wird der nicht bei mir bleiben. Also ich habe da eher so lieber richtig so ölige Geschichten und super pflegende Sachen und so, sowas halt. Und das wird das wahrscheinlich nicht machen, auch wenn da Shea-Butter drin ist, aber da ist halt diese Biominze drin, weißt du? Ah, schwierig. Dann habe ich hier was, bisschen was für die Haare. Ein Haarliebe bei Domino Kati, das ist auch irgendwie eine Influencerin, ne? Ich kenne die aber so ehrlich gesagt nicht. Shampoo-Pflegewunder für strapaziertes, trockenes Haar, check. Vegan ohne Silikone, recycelte Flasche, das ist doch schon mal nett. Und so schaut das aus, finde ich total hübsch. Ich mag diese Haarliebe-Produkte auch ganz gerne. Weil die so hübsch aussehen, ne? Und da hört man halt auch echt viel Positives von. Und das riecht halt auch echt gut. Oh. Es riecht, als wäre das mega pflegend und blumig. Also das mag ich. Das kommt auch direkt in meine Backup-Geschichte. Und das letzte ist auch noch ein Haarprodukt, aber das wird auf jeden Fall weiter wandern. Das ist von Isana Wild Leo. Ein Volumenpuder. Benutze ich nicht. Nee. Also ich habe wirklich meine wirklich sehr, sehr platten Haare und finde es in Ordnung. Ich komme damit klar, ich stehe dazu und ja, ich brauche jetzt kein Volumen mehr hier reinmachen. Ich mache mir auch keine fancy Frisuren, das wisst ihr ja bei mir, ne? Deswegen wird das nicht bei mir bleiben. Aber na, ne? Ist schön, dass es drin ist. Und ich werde auch tatsächlich einen Großteil der Produkte selber behalten. Ein anderer Teil geht dann halt weiter in Verlosung und so weiter. Finde ich jetzt aber auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, ne? Weil das ist halt bei Überraschungsboxen so. Also, liebe Eva, vielen, vielen Dank, dass du so genial und cool warst und das alles so für mich organisiert hast, für den Paddel, Claudi. Ja. Bitte entschuldige, dass ich wirklich so ein kleiner Trottel bin und das alles so verkompliziert habe. Es könnte so einfach sein im Leben, ne? Naja. Auf jeden Fall war es das jetzt von mir und der Schön für mich Box, die ich jetzt im Juli bekommen habe. Und wenn es dir hier bei mir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Boxen, Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!